Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde ETS 2 hier auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr wieder reinschaltet und zwar heute zu unserer bisher Abstand größten Tour. Wir fahren, oder ne, also ich meine, wenn wir jetzt mal diese Umwegtour raus draußen vorlassen, die geplante Fahrt von Hamburg nach München mit 700 Kilometern ist bisher auf jeden Fall die größte Tour, die wir fahren. Dafür müssen wir jetzt erstmal raus hier aus dem Hamburger Hafenbereich. Ja, wir haben hier schön was geladen. Ein paar Betonplatten haben wir mit. Jetzt müssen wir erstmal jetzt hier irgendwie rauskommen. So, was fahren wir heute für einen LKW? DAF, okay. Sind gar nicht so schlecht, oder? Vom Lenkverhalten und so. Oder war die Munition gestern einfach so schwer? Ich weiß es nicht genau. Ich achte noch nicht so wirklich auf die Polizei. Hat das gesehen? Jetzt muss ich hier, komme ich hier in Probleme rein, ne? Frech. Die Polizei hier heutzutage. Eindeutig die Vorfahrt geklaut. Okay, also hier sehe ich noch nicht, weil wir hier im Hafenbereich sind. Kann ich jetzt nicht sehen, ob wir die Händler und so schon haben, aber egal. Wir wollen natürlich heute locker schon mal die Hälfte der Strecke abhandeln. Wir fahren erstmal auf die A7 rauf. Aber lässt sich ganz gut lenken vom ersten Gefühl her. Ihr wisst ja, es ist jetzt kein Auftrag, wo es uns um die große Kohle geht, aber um große Erfahrung. Ne? Also wenn alles klappt, wird das ein Auftrag sein, der über 1000 Erfahrungspunkte gibt. Wegen, also ne, ja, fahr doch. Oh, Scheiter. Fahrer da vorne. Hannover, Bremen, Berlin. Da steht noch alles nicht drauf, wir müssen so krass weit fahren. Ich möchte auch hier rüber. Ah, auf geht's. In die Innensicht. Lange, lange Fahrt haben wir vor uns. Verlassen wir Hamburg. Die Windmühlen hier noch an der Seite. Sieht auch gut aus hier so, ne? Was macht unser... Hier vorne können wir ein bisschen anzeigen lassen. So, ist der Druck. Auf 80 können wir hoch. Info. Ist ein bisschen klein, ne? Sagt ihr nicht, mit J kann man da ranzoomen, standardmäßig? Geht bei mir irgendwie nicht. Und J ist ja hier Fernlicht. Und I ändere ich nur die Digitalanzeige. Weiter geradeaus. Großes Autobahnkreuz hier. Das ist heftig. Ist auch neu, meine ich. Das gab es so nicht in der Standardkarte. Diese Pro-Mods-Map ist schon echt cool. Das können wir jetzt auf jeden Fall schon festhalten, auch wenn es erst die dritte Folge ist auf der Map. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Dort, wo mehr Tempomat rein und auf den Highway. Möglichst unbeschadet. Ohne zu viel Strafen. Wir haben genau 100.000 aktuell. 100.364 auf dem Konto. Hier ist auch wieder ein kleiner Grasbüschel auf der Straße. Schon der zweite. Aber da werden die mit Sicherheit dran arbeiten und die Pro-Mods-Map wahrscheinlich auch weiterhin updaten. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass die letzte Version ist. So aktiv bin ich da im Forum nicht, um jetzt zu wissen, ob das tatsächlich noch neue Versionen gibt oder nicht. Ja, ich habe mich noch nicht endgültig entschieden für ein Lenkrad. Habe aber jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall, werde ich jetzt schon geguckt haben, vielleicht auch schon zwei, drei zur Auswahl haben, um mich dann im Endeffekt für eins zu entscheiden. Oder vielleicht auch diese Kombination, ne? Ein einfaches Lenkrad und dieses Sidepanel von LS zum Beispiel, was so viele Knöpfe und Funktionen hat, was man für LS eben dann auch sinnvoll nutzen könnte. Oder eben auch hier, wenn es denn darum geht, nachher, was weiß ich, abzuladen, zu schalten, Licht anzuschalten, zu bremsen, Tempomat einzuschalten und entspannt mit dem Lenkrad rumzufahren.
Oh, die wollen ab. Ich muss hier mal rüber. Die werden so langsam. Mit meinen Betonplatten. Auf der A7 Richtung Süden. 643 Kilometer haben wir vor uns. Aber es wird eine Region sein, die ich selbst noch nicht entdeckt habe. Ich war noch nicht in München hier in ETS. Und das ist jetzt die vierte Woche. Da wird es auch mal Zeit, dass wir in Süddeutschland unterwegs sind. Dass wir da auch mal ein paar bessere Aufträge kriegen, oder? Und da auch Arbeitsamt. Und da wird es ja auch einen Händler geben, denke ich. Große Stadt. Finger weg vom Handy. Walsrode. Die A7 runter. Da bin ich auch echt schon häufig gefahren, die Strecke. Komm ich bald hier Soltau, Bispingen und diese ganze Ecke. Und doch haben wir auch ein Navigationsgerät drin. Also es, wir werden ewig jetzt auf dieser Strecke unterwegs sein. Die A7 geht ja wirklich, ne, von ganz weit im Norden bis ganz weit im Süden. Da müssen wir gleich mal ausscheren. Ich glaube, der LKW ist ein bisschen zu langsam für uns. Jetzt bremsen wir den hinter uns, damit er sich schön aufregt. Oh nee. Jetzt hier rüber fährt. Der andere auch. Wir bleiben mit unserem 85 km/h hier. Kassel-Göttingen. Beide Städte, wo ich in den letzten Jahren jeweils war. Kassel und Göttingen. Berlin, Dortmund, Hannover könnten wir jetzt weiter runter, aber das wollen wir ja gar nicht. So weit sind wir schon wieder, wa? Riesiges Autobahnkreuz hier. Ich fahre immer ganz gerne in der Mitte. Okay, Rechtsfahrgebot. Ihr habt ja recht. Vorsichtig lenken. Ganz entspannt hier hinrollen. Gar kein Stress. Aber auch so lange Strecken, wo man echt immer nur Autobahn fährt, da kann man auch mal ein bisschen entspannen. Ne? Ich dachte schon mal rechtzeitig rüberziehen, weil wir den LKW hier gleich überholen wollen. Geplante Ankunft 14.30 Uhr. Also man sieht auch, also wir schaffen auch aktuell so zwei so Schnellaufträge pro Ingame-Tag. Also wir können locker diesen 400.000 Kredit verknusen und eben unsere Garage ausbauen, einen LKW und einen eigenen Fahrer einstellen. Das wollen wir dann diese Woche wahrscheinlich doch noch machen. Ab nächster Woche wird es dann irgendwie spannend wieder mit dem Lenkrad. Und vielleicht dann auch mal den ersten Schwerlasttransport. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass ich da noch wieder neue Lizenzen für brauche, kann natürlich auch sein. Dass wir die sonst noch gar nicht fahren können. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, ob es Schwerlastlizenzen gibt. Vielleicht weiß es der eine oder andere ja schon. Wie ist das mit diesen Schwerlasttransport, Spezialtransporte? Braucht man dafür eine extra Lizenz oder kann man die auch so fahren? Man braucht ja auch für diese Gefahrenstoffe, brauchten wir auch eine extra Lizenz. Ich bleibe jetzt einfach mal stur hier in der Mitte. Dann müssen wir tatsächlich gleich noch auf die komplett äußere Spur gehen. Geschwindigkeitsbegrenzung ist aufgehoben, die Leute können wieder heizen. Da der Holztransporter da vorne, der aktuell die Autos überholt, der Autotransporter, der ist auch schon ganz schön lange in der Mitte unterwegs. Und ich will nicht runter von den 85, die wollen wir weiterhin durchhalten hier, durchziehen bis zum Schluss. Ein bisschen auf meiner Spur. Ne? Man sieht es ja in den Rückspiegeln. Da muss man echt ein bisschen mehr drauf achten. Ich muss noch ein bisschen mehr mit den Rückspiegeln fahren. Dann sieht man auch, wie gut wir tatsächlich auf unserer Spur sind. Also sonst aus der Fahrerkabine ist es ja manchmal ein bisschen
schwierig zu sehen. Holztransporter fährt circa genauso schnell wie wir, ist mit 85 unterwegs. So, Frankfurt, Kassel und so weiter. Die ersten 200 Kilometer haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft. Aber es ist natürlich, ne, es ist eine heftige Strecke. Da muss man ja auch mal fahren, sowas. Warum fährt er so langsam? Jetzt geben wir uns ja Sprit aus. Und der Holz-LKW ist jetzt auch rechts rüber gezogen. Ich weiß aber gar nicht, ob das Sinn macht, sich jetzt hinter ihm wieder einzuscheren. Aber ich finde, man sieht immer so schlecht, wenn man hinter so einem anderen LKW herfährt. Das geht mir aber auch so, wenn ich Auto fahre und vor mir fährt ein Transporter oder irgendwie sowas. Das ist immer nicht so meins. Ich gucke lieber, was vor mir passiert. Was kommt da denn angerast? Ein Bus, ne? Hotz. Also durch dieses Bergab hier waren wir auf einmal auf über 90. Das wäre wieder teuer geworden. Das war eine ganz nette Zone zum Blitzen eigentlich, ne? Das wird zwar ein bisschen bergig hier. Weil ich aktuell fast nur bremsen müssen. So, ich fahre wieder rüber auf die Mitte. Mach mal. Okay, er bremst. Ah, welcher LKW hat mehr Power? Also irgendwie bei uns ist nichts rauszuholen aktuell. Boah, der Holztrailer kriegt auch. Ja, auch die. Oh, jetzt kommen die Autos aber auch eingerast hier. 31. Alle drei LKWs jetzt hier, ne? Warte mal, das müssen wir uns eigentlich über. Die totale Blockade hier oben. Jetzt löse ich das ein bisschen wieder auf. Schade, ein bisschen zu spät. Ups. Na schön, ne? Außenansicht. Ist immer wieder herrlich. Herrlich, 4% Schaden. Ich darf nie Außenansicht fahren, wenn wir unseren eigenen LKW nutzen. Oder ich muss anhalten oder so. Oder ich muss in der Mitte fahren und es darf kein Auto kommen. Mist. Nicht nochmal, ne? Sorry, Leute. Ich wollte nur gucken, ob ich einscheren kann oder nicht. Aber dann machen wir mal. Ups. Machen wir mal Spiegel wieder an. Jetzt fahren wir nochmal ein bisschen wieder in der Außenansicht. Machen uns die beiden Rückspiegel an. Dann haben wir einen kleinen Überblick. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen runter in der Geschwindigkeit. Nach dieser kleinen Aufregung, nach 4% Schaden, die natürlich absolut überflüssig wieder waren. Das gibt bestimmt wieder Gemecker von euch. Doch zu Recht. Das hätte nicht sein müssen. Das war echt wieder. Jetzt geht's los hier, ne? Man merkt, man wird nach einer Viertelstunde Autobahn hier. Leicht abgelenkt. Alles fing nur an, dadurch, dass wir gerade eben nur noch hier, so wie jetzt, runter auf 40 sind. Das kann noch ein Spaß werden in den Bergen. Ich bin ganz froh, dass wir denn, weil hier hoch kämpfen wir uns, ne? Wir kommen da trotzdem nicht, können mit 40, 50 km/h über so einen Berg fahren. Man könnte jetzt aber natürlich Vollgas, ja genau. Dann haben wir dann genau die Polizei neben uns. Aber man könnte hier natürlich bergab so richtig schön Fahrt aufnehmen. Oh, Achtung. Sind aber nicht immer mehr mit Bremsen beschäftigt.
Bis wann sollen wir denn unsere Fracht abgeliefert haben? Ach, irgendwann in der Nacht würde reichen. Ist ja schon mal gut zu wissen. Ein kleiner Transporter. Ich weiß, ich fahre gerade wieder ein bisschen zu langsam. In den Mittelgebirge jetzt hier oder wie, ist echt schon ganz schön hügelig. Da weiß man auf jeden Fall, dass wenn wir später irgendwelche schwierigen Transporte fahren mit einem eigenen LKW, dass wir tatsächlich eher im Norden bleiben, ne? Was hier passiert. Stehen die einfach mal hier rum. Vierspurig. Oh, wir müssen aber runter. Nicht auf die A5, sondern weiter A7. So, ein bisschen Gas geben. Ich fahre jetzt in Zukunft immer mittig. Nein, machen wir nicht. Wäre natürlich einfacher, ne? Oh, schick. Kann auch ein Spaß werden in Süddeutschland, ne, wenn es noch hügeliger wird. So, aber wieder ein bisschen Geschwindigkeitstaste hier. Hoffentlich, dass jetzt keine Polizei unterwegs ist. Was haben wir noch? München 408 Kilometer und 349 Kilometer haben wir noch auf unserer Uhr drauf. Also wir sollen scheinbar nicht direkt nach München. So, vielleicht im Umkreis irgendwo. Oh, 115, 116. Wenn wir jetzt geblitzt werden, können wir auch unseren Lappen abgeben. Trotz. Schnell mal 80 km/h Bremsung von 115 wieder runter auf 30 oder so. Ich weiß gar nicht, warum die so langsam waren vor uns. Das hätte auch schief gehen können. Aber so kommt man voran, ne? Kommt man auch leichter wieder die Berge hoch. Guck mal, aber Glück, da ist die Polizei. Sind viele unterwegs, viele Polizisten. Das ist auch nicht realitätsgetreu. So viele Polizisten gibt es dann doch nicht. Dass alle 2 Minuten man vom Auto überholt wird. Alle 5 Minuten, weiß nicht genau wie oft. 83. Wir sind schon in, was? Sind wir schon in Bayern? Ist auch schön hügelig hier, ne? Na gut, liebe Leute, würde ich sagen, ist die Zeit für einen kleinen Break. Wir sehen uns morgen wieder, werden morgen diese Fahrt durch Bayern fortsetzen, unsere Ware nach München bringen und dann mal schauen, was es für den nächsten tollen Auftrag gibt oder ob wir dann tatsächlich einmal sagen, so, jetzt ist der Tag gekommen, an dem wir uns den großen Kredit aufnehmen. Das so umsetzen, wie Farmer uns das empfiehlt. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Idee. Machen wir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit so einem kleinen Like unterstütze mich. Und wenn ihr wieder reinschaltet, freue ich mich. Ich muss ein bisschen langsamer fahren. Bis dann und tschüss.